Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Night of the Rabbit, wo ich wieder nicht allein bin, sondern einen Mitlaufen habe. Den Witz habe ich Gott sei Dank noch nie gebracht im Let's Play. Der elendige Mitläufer. No. Okay. Wo sind wir beim letzten Mal stehen geblieben? Darüber wolltest du philosophieren hier in diesem Screen noch. Genau, wir müssen erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Die letzte Aufnahme ist jetzt ja auch schon, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen her. Wow, echt so lange? Okay. Und wo ich mich noch dran erinnern kann, ist das Rathaus. An die Eule. Ja. War das das Letzte, was wir so gemacht haben? Das weiß ich nicht mehr. Wir müssen einfach mal reinkommen. Ich glaube, wir sind bei Anja im Café. Stimmt, da waren wir. Genau. Okay. Mit der Maus, die ständig reinkommt und die Tür abschließt und dann sich einmal umdreht, einmal beim Bild steht und dann so, ich wünschte, du wärst jetzt hier. Und dann wieder rausgeht und wieder draußen ist. Okay. Dann lass uns mal weiterspielen. Mal gucken, was da so passiert. Okay. Muss mal gucken, ob ich das auf meinen Muss mal gucken, ob ich das auf meinen Ohren ein bisschen leiser schrauben kann. Das ist echt laut. Okay, ist schon ein bisschen besser jetzt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir die ganzen Sachen schon. Ah, da ist er. Die ganzen Sachen schon angeguckt haben. Ich glaube, wir haben sogar mit ihm geredet. Kann das sein? Ich glaube noch nicht. Ach, noch nicht? Okay. Nein. Probier's mal. Hallo. Guten Tag, mein Freund. Moment. Ihre Stimme kenne ich doch. Ludwig Gräber, der Name. Wellesumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Stimmt. Ich habe sie schon mal im Radio gehört. Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Ah, der Gunnar, wie hieß er nochmal? Gunnar. Was überhaupt Gunnar? Was der Arne in die Kommentare geschrieben hatte, dass er der Radiosprecher und der Maulwurf quasi ist? Ja. Oder hast du das gesagt mit dem Maulwurf? Das weiß ich gar nicht mehr. Das mit dem Maulwurf hatte ich in der letzten Folge, ja. Aber okay. Das hatte ich nicht gespoilert, dass das der Radiotyp ist, glaube ich zumindest. Ich glaube, das hatte ich in den Kommentaren gelesen, dass Arne das gesagt hat. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal die ganzen Optionen von oben nach unten durch, oder? Aber der hat auch so eine richtige Radiostimme. Ich finde halt generell so eine sehr modifizierbar, ist das richtige Wort? Also sehr veränderbare Stimme in dem Sinne. Weil was hatten wir alles gesehen, wen er alles gesprochen hatte? Boah, wir haben ja extra durchgeguckt gehabt. Beziehungsweise Arne hatte ja auch einige Rollen rein. Ah, ich weiß es wieder, ich hatte diese Sprachsample-Datei. Hatte ich herausgesucht, wo er irgendwas mit einem Hasen spricht, dass er ein niedlicher kleiner Hase ist. Und dann hat er irgendwas anderes gesprochen, irgendwie so einen Soldaten von wegen Herr Hauptmann irgendwas und so. Genau. Erinnerst du dich noch daran? Ja. Also wenn er das schlank hintereinander so weggesprochen hat, dann Respekt. Dann kann er ja von einer auf die andere Stimme richtig schnell umspringen. Und ja. Manchmal hört man fast gar nicht raus, dass es eine und dieselbe Person ist. Ja, genau, das hatte Anna auch geschrieben gehabt, ja. Ich wäre auch gern Synchronsprecher. Vielleicht eines Tages. Ja, eines Tages. Zur Not musst du irgendwas animieren und da spreche ich dann drüber und dann habe ich wenigstens ein bisschen meinen Traum erfüllt. Das können wir machen. Okay. Wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass ich mit dem Programm so vertraut bin. Ja. Nächste Woche. Okay. Nächste Woche, genau. Ich muss einfach die Nächte jetzt durcharbeiten an diesem Programm. Genau. Das ist kein Problem. Das sieht übrigens so aus wie ein Nadelkopf, dieses Ding hier, ne? Aber dafür ist das Loch ein bisschen tief. Ja, genau. Das ist sowieso alles süß gemacht. Auch die Kopfhörer von ihm, halt diese Eichelhütchen. Ja. Sehr süß. Überall die kleinen Gläser, wo irgendwelche Pflanzen drin sind. Da oben steht auch noch sowas wie eine Jukebox über dem Schlüssel dort. Ich weiß nicht, was das ist. So. Sieht aus, als könnte man dort unten Geld reinwerfen. Keine Ahnung. Na,
Na, mal gucken, vielleicht können wir das ja. Ich würde zwar behaupten, wir haben alles schon angefisselt, als wir in der letzten Folge hier waren. Aber wir gehen mal die Gesprächsoptionen durch, mal gucken, was sich dann noch so ergibt. Genau. Sie sind also Radiomoderator? Ja, leider ist der Sumpfweg immer noch überschwemmt. Dabei würde ich so gerne wieder auf Sendung gehen. Ich sende nämlich aus dem Sumpf, seit die Krähen meinen alten Sender zerpflückt haben. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen, Maulwurf am Mittag und Maulwurf am Abend. Das hat er uns ja gerade schon beantwortet gehabt. Gibt es Hoffnung, dass Sie bald wieder auf Sendung gehen? Mit all der Nässe, die im Sumpf in meinen Sender zieht? Niemals. Jemand könnte sich über meine feuchte Aussprache beschweren. Was? Aber Ihre Fans? Über meine wässrigen Witze. Wie werden Sie den Fans erklären, dass sie aufhören? Mit feuchten Augen. Weil alles überflutet ist, nicht wahr? Nein, weil es wirklich traurig ist. Oh, Sie können doch nicht einfach aufgeben. Mach ich auch nicht. Knack dir ne Nusshörnchen, wie die Jugend heute sagt. Nein, um mich dazu zu bringen, meinen Sendebetrieb einzustellen, müsste man mir Arme, Beine, Mund und Bauchnabel zukleben. Und Bauchnabel. Ich wollte auch immer mal zum Radio. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du mit mir zusammen moderieren willst, solltest du pfiffig sein. Pfiffig? Ja, versuch einfach mal mir eine Vorlage zu geben, die ich gekonnt kontern kann. Ja? Was soll ich denn sagen? Was Lustiges. Ah, okay. Also, warum überquert das Huhn die Straße? Das wird nichts. Der Witz kommt hier in Mauswald sehr schlecht an. Vertrau mir. Oh, okay. Versuch mal, was Passendes für unser Publikum aufzutreiben. Dann probieren wir es nochmal. Okay. Ich muss dann mal weiter. Auf bald. Und denk dran. Welle Sumpf 103.5. 5. Maulwurf am Morgen. Maulwurf am Mittag. Und Maulwurf am Abend. Okay. Ja, Radio, aber wir können hier nichts einwerfen oder so. Wir haben immer noch diese Hagebutten-Dinger. Ein Stöckchen, den Brief, das Poster, ein geheimnisvolles Buch, die Einladung zum Wipfelfest und die Briefmarke. Ja, die Briefmarke brauchen wir ja für die Einladung zum Wipfelfest. Die sollen wir ja ausfüllen. Ja. Und hier sollten wir ja, glaube ich, nachfragen, also, dass wir da für die Speis und Trank quasi sorgen. Also müssen wir, ich weiß gar nicht, was hat die Anja da in letzter Folge noch was zu gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau, wir klingeln mal. Ey, ich hab da nicht drauf gedrückt, hör auf! Extravagant. Okay, ich hab gedacht, sie kommt drauf. Ah, okay. Willkommen. Kann ich ihr vielleicht die Einladung zeigen oder so? Die ist antik. Die muss man gut behandeln. Okay, das hat schon mal nicht geholfen. Ich denke... Ja? Einfach ansprechen? Aber wir haben ja schon einfach mit ihr gesprochen. Einfach ansprechen. Ja. Na gut, ich mach mal. Mein Name ist Anja. Willkommen in meinem kleinen Baumstammcafé. Hallo, ich bin Jerry. Du bist ja zuckersüß. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Blausaft. Ah, hier sagt es ja auch. Aber wir fangen trotzdem oben an. Das Geräusch eben, das klang ja gefährlich. Aber ja, gefährlich lecker. Ich erschaffe etwas, was kein Mauswalder bisher gesehen hat. Explodierende Kekse. Wäre eine explodierende Torte nicht besser? Vertrau mir, Zuckerstück. Es wird pfannkuchentastisch. Ich hoffe, der Junge, den ich babysitte, wird auch ordentlich Spaß daran haben. Der kleine Humbert ist etwas schwierig. Alle denken, er wäre ein gemeiner, verzogener Junge. Aber für begabte Kinder ist es sehr schwer, unterfordert zu sein. Vielleicht bringen ihnen meine neuen Kekse etwas auf Trab. Explodieren die, wenn man die im Mund hat oder vorher, wenn man sie in der Hand hat? Oder erst, wenn sie im Bauch sind? Das ist eine gute Frage. Also, so... Im Mund und im Bauch ist nicht so gut.
Ja. Der Hand vielleicht auch nicht, je nachdem, ja, wie stark sie explodieren. Ja, und wie sehr du Lust eigentlich auf einen Keks hättest. Ist ja voll dumm, wenn du den essen magst und dann explodiert der vorher. Reden wir erstmal über das Wipfelfest. Das ist so ein schwieriges Wort. Oder wollen wir über Humbert weiterreden? Frag nochmal nach dem Humbert. Okay. Was diesen unterforderten Humbert angeht, hast du ein interessantes Hobby für Humbert gefunden? Noch nicht. Leider. Oh, schade. Ja, da müssen wir uns dann bestimmt mal kümmern, ne? Ja, ich denke auch. Aber ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Okay. Ich bin neu hier, aber niemand fragt mich mal was. Oh ja. Das muss wirklich traurig sein, wenn man so viel herumkommt und niemand nachfragt. Ja, nur zu, frag. Hast du einen Frosch auf deinen Reisen gesehen? Großer Typ, ziemlich gut aussehend. Er trinkt hier normalerweise Kaffee um die Zeit, aber bisher ist er nicht gekommen. Und ich dachte, wir sprechen über mich. Ich soll Blausaft und Gebäck fürs Wipfelfest bestellen. Oh, ist es schon wieder soweit? Wie schön! Ich werde viele, viele Napfkuchen backen. Und wie ist es mit diesem Blausaft? Tut mir leid, Zuckerpflaume. Aber da musst du die Zwerge fragen gehen. Die haben seit Tagen schon keinen Blausaft mehr geliefert. Sie wohnen am anderen Ende des Kaltwasserbaches im Dunkelwald. Okay, hier wegen des Blausafts, da wird er das ja nochmal wiederholen oder so, oder? Genau, das denke ich auch. Bis später. Okay. Pass auf dich auf. Okay, jetzt die Frage, können wir irgendwas noch mit dieser Maus machen, damit wir da hinten rauskommen? Oder gehen wir einfach vorne raus? Wir sind ja letztes Mal schon draußen gewesen, glaube ich, oder? Ja, genau das, aber sowas wie ein Türsteher. War das nicht auch der klang wie Gronkh oder so? Ich glaube schon, ja. Der hat dann, glaube ich, gesagt, dass wir wieder reingehen, weil wir probieren es einfach mal. So, die Maus mit dem Rucksack hat sie gerade mit dem Schlüssel. Ach, der Schlüssel, abgeschlossen. Gott. Ich habe gedacht, jetzt, da sie... Vielleicht kann ich die Maus irgendwie dazu bringen, die Tür offen zu lassen, wenn sie aus dem Garten kommt. Dann könnte ich in Ruhe rein- und rauslaufen. Ansprechen konnte ich sie jetzt nicht. Ich weiß genau, dass du irgendwo da draußen bist. Komm bald wieder. Solange passe ich auf deinen Garten auf. Kann ich dir einfach klauen? Den Schlüssel lasse ich besser hängen. Ich will Magier werden und kein Schlüsseldieb. Dann müssen wir wahrscheinlich warten. Hierzulande wird man bestimmt zu 1000 Runden im Laufrad verurteilt. Das war letztes Mal auch in der Folge schon, daran erinnere ich mich. Ja. Ich glaube, wir haben beim letzten Mal gewartet, bis sie rausgeht und sind ihr dann hinterhergelaufen, ne? Ja, aber ich glaube, das führt auch zu nichts, weil da wird der Türsteher wieder sagen, raus hier. Ja, denke ich auch. Also meinst du, wir sollen wirklich erstmal raus hier gehen oder kann man hier hoch? Genau. Ah, nee, aber die kann man nur angucken. Da hängt ein Schild. Dachterrasse gesperrt. Gefahr der Entführung durch Krähen. Das klingt nicht gut. Denken Sie dran, es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen. Okay. Hast du noch eine Idee, was man hier drin machen könnte, oder wollen wir schon mal rausgehen wieder? Ich denke, wir können rausgehen, also... Okay. So. Ich glaube, da wollten wir dann noch links da oben hochgehen, oder waren wir da schon? Ja? Weiß nicht. Ich glaube, wir konnten bei den letzten Malen noch nicht raus. Kann das sein? Nein, Fisch? Oder hier durch? Der ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Das ist alles so süß gezeichnet. Ja, womit so laden viele... die da ihre Kanonen? Sind das Vogelbeeren? Erbsen, oho. Voll lecker, wenn du so den Mund aufmachst, bist du gefüttert von denen. Okay. Hier ist das Café mit dem Schirmchen. Hier haben wir wieder diese kleine Kanone auf dem Kanonenturm. Ja, unten auf der Mauer sind ja auch Kanonen. Ja. Genau. Hier ist so eine kleine Eule wahrscheinlich, wie hier. Haben wir hier irgendwo einen Tautropfen? Ah, hier, ne? Ja. Und dann noch einen?
wieder einer. Da unten am Fluss, über der Blüte. Ah, da, ja. Wow, hier andere rechts. Seite meinte ich eigentlich. Ja. Ja. Ich habe dann, als du gesagt hast, Blüte, hab ich gedacht, hey, da war gar keine Blüte. Noch so ein Tropfen. Okay. Wow, wie viele. 3 Stück, aber ich glaube, das war's jetzt, ne? Ja. Da an dem kleinen Häuschen dort bei dem Blatt, da ist, glaube ich, ein Fenster, oder? Bei der Maus, die das Blatt hält. Beim Eingang zur Stadt. Ja, ich glaube, das ist ein Fenster, ja. Nee, ist nicht. Oh Gott! Wow! Ich fand noch einer. Ein Aufkleber, um deine Sammlung anzuziehen. Das sieht süß aus. No. Und zu sehen, öffnet das Inventar. Spielmenü und klick auf Bonussammlung. Machen wir das erst am Ende. Das ist ein Schneckenanzug für einen Hamster. No. Stimmt. No. Ich habe gedacht, das ist sein Schwanz, der hier so geringelt ist. Aber ja, es sind ja Schneckenaugen auch. Na. No. Ja, lass uns das zum Schluss machen, glaube ich, oder? Okay. Suchen fleißig weiter nach den Tautropfen. Haben wir den jetzt gekriegt, weil wir alle in dem Bildschirm hatten, oder kriegt man die ab einer bestimmten Anzahl? Also alle 5 Tropfen kriegt man Aufkleber oder so. Ich hätte jetzt gedacht, ab einer bestimmten Anzahl, aber wo ich damals gespielt habe, habe ich auch nicht eine Stelle gehabt, wo mehrere Tautropfen auf einem Screen waren oder so. Deswegen wundert mich das. So. Also die waren jetzt ja gerade mindestens 4 Stück verstärkt. Ja, immer 1, 2, 3... Wir hätten noch irgendwo welche, ne? War hier oben nicht auch einer mit 4? Ich hätte gedacht, es waren vielleicht sogar 5. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht schlimm. Ja, ich glaube. Aber ich guck noch mal rüber, aber ich glaube, so weit sehe ich nirgendwo mehr ein. Nichts, was mir jetzt direkt ins Auge sticht. Na, guck mal, die Statue vor dem Eingang zur Stadt. Ja. Süß. Guck mal, hier hinten ist alles Mauswald, ne? Oh, hier war noch Stadtmitte, aber da wollen wir ja gerade nicht hin. Gucken wir erst beim Mauswald an. Eine ganze Stadt passt unter den Baum. Wer sich da oben in der Krone des Baumes einen Kobel baut, hat sicher einen super Ausblick. Ich frag mich, ob Eichhörnchen und Mäuse bei uns auch so wohnen. Bin ich bei uns im Wald zu Hause etwa immer nur falsch abgebogen? Hast du nicht letztens auch, als wir uns mal unterhalten haben, das Wort Kobel benutzt gehabt? Ja, da haben wir über Eichhörnchen geredet. Ja, das Wort hatte ich vorher noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Ja, das sind so runde Nester, wo Eichhörnchen drin wohnen. Und auch ihren Winterschlaf dort halten. Ja. Okay. Das sieht so süß aus, auch die Stadt mit den kleinen Häusern dort im Hintergrund, so hochgebaut wie so ein... So eine mittelalterliche Stadt, so ein bisschen. Ja. Ich muss gerade Kanonier... Oh, die können wir vielleicht Erbsen nehmen. Turm. Das ist alles. Okay. Mauswald, Turm. Porte. Ah, die kann... Nee. Hör auf. Bleib stehen. Wir wollen da noch nicht durchgehen. Ich dachte, man kann sie nur angucken. Diese Eulenstatue sieht unheimlich weise aus. Die haben hier am Bach bestimmt schon allerhand vorbeischwimmen und treiben. Und gluckern sehen. Na? Die sehen vor allen Dingen aus so, ich habe euch doch gleich gesagt, das Tor ist verschlossen, lasst den Fisch nicht rein. Uhu, genau. Uhu. Der Wälster im Wasser ist ein Raubfisch und kann an einem schlechten Tag ganz schön ungemütlich werden. Die Schleuse soll ihn aus unserer Stadt fernhalten. Ich kann sie also öffnen, wenn der Wels gerade nicht da ist. Okay. Also müssen wir den irgendwie vertreiben? Da tümpelt und dümpelt ein dicker Fisch am Grund des Baches vor sich hin. Ich glaube, der wartet, dass ihm jemand die Schleuse aufmacht. Ah, das macht man wahrscheinlich von hier oben oder so, ne? Wenn man durch die Pforte will ich noch nicht durchgehen, deswegen gehe ich mal da nicht hin. Schauen wir uns erstmal um, oder? Ja. Rundliches Tier mit Schirm. Wollen wir den auch anquatschen, wenn wir jetzt einmal hier unten sind? Ja. Okay. Guten Tag, Herr Eichhörnchen. Jeder nennt mich Spitzweg. Also darfst du das natürlich auch. Ich bin übrigens kein Eichhörnchen, sondern ein Ziesel. Oh, das wusste ich nicht. So bepackt sehen sie aus, als ob sie später noch viel vorhätten.
Ich bin ein Abenteurer und Wissenschaftler und meine neueste Forschungsreise soll über die 7 Weltmeere gehen, um ihre Unterschiede in Flora und Fauna zu dokumentieren. Sieh dir nur all die Karten in meinem Rucksack an. Die Schönheit der Natur manifestiert sich in ihrer subtilsten, entzückendsten Weise in diesen liebevollen Niederschriften. Ja, es ist schon ein enormes Abenteuer. Und es beginnt hier, im bescheidenen, heimatlichen Kaltwasserbach. Das klingt ja spannend. Aber wieso machen Sie sich dann nicht auf den Weg? So viel Meer braucht doch sicher unheimlich viel Zeit, um komplett angeguckt zu werden. Wem sagst du das? Ich wollte das erste Wegstück hier mit einem traditionellen Mauswalder Blattfloß zurücklegen. Ich habe es gestern bei den Igelbrüdern in Auftrag gegeben. Sie sind die talentiertesten und verlässlichsten Handwerker hier im Wald. Sie wollten das Floß einfach den Kaltwasserbach herunter zu mir treiben lassen. Aber ich stehe schon recht lange hier. Sag mal, gehst du zufällig zum Kürbisfeld am Stadtrand? Wenn du bei der Werkstatt der Igelbrüder nach meinem Boot fragen könntest, würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Kein Problem, ich kümmere mich darum. Okay. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Wir sind ja ungefähr mit dem Marquis, also Mauswald ist ja ungefähr dort, wo bei uns in der richtigen Welt, sag ich mal, in unserer Welt, die Stadt ist. Und jetzt ja. Guck mal oben rechts an den Bildschirmrand. Da steht ja so eine große Statue vor dem Dickicht. Ach, die mit den Nüssen im Maul. Ja, glaubst du, das ist die mit den Nüssen? Ist das, ja. Könnte Mauswald hinter dem Brombeerbusch sein, wo wir die Spinnenweben weggemacht haben? Ja. Ja, das kann sein. No. Vielleicht. Ja, der Fluss ist ja auch dann davor gewesen. Also der könnte hier so ein bisschen durchplätschern. Ein kleiner Arm davon. So, auf den Fluss habe ich jetzt gar nicht geachtet, aber. Ja. Ja, bei der Statue selbst war auch keiner gewesen. Aber den Bildschirm weiter vorn. Da ist ja dieser Fluss gewesen, wo wir den Stein nicht über die Brücke tragen konnten und so. Wenn man praktisch die Mauer wieder zurückverfolgt, über die wir hierher gekommen sind. Ja, genau. Und dieser Pilzkreis war ja auch da. Genau. Das ist süß. Dann wissen wir jetzt ja, was hinter dem Brombeerstrauch damals los war, wo wir die Beeren gepflückt haben. Das ist cool. Mhm. Haben die deswegen keinen Blausaft, weil die blauen Beeren weg sind? Boah. Oder das Blausaft wird das aus was anderem gemacht? Das weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich glaube schon, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das wäre halt übelst cool. Dass wir dann quasi uns unser eigenes Wipfelfest verbaut haben, indem wir da vorher die Brombeeren für den Kuchen gepflückt haben. Ja. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Ja? Ich würde aber sagen, weil wir schon bei 23 Minuten sind, dass wir eine kleine Pause machen und dann schauen wir in der nächsten Episode weiter, was hier mit den drei Kollegen noch ist. Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch vorne können. Es geht ja gleich weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir hier durch die Pforte gehen können und was da so sich noch rumtreibt. Müssen ja irgendwie den Fisch auch loswerden. Genau. Den Fisch, wir müssen mit den Gallisten reden, hatte ich jetzt fast gesagt. Die sind so super süß. Ja. Wenn dann einer vor dir steht, so Hände hoch, stehen geblieben. Ja. Das kann man schon fast nicht ernst nehmen. Ja, doch, die haben ziemlich spitze an ihren Knarren hier dran. Ja. Wenn die dich damit pieksen, tut's auch weh. Das kann sein, ja. Mhm. Okay, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge, oder? Genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bye-bye.